Moin zusammen, ganz außer Puste, weil ich mir noch einen Energy Drink aus dem Kühlschrank geholt habe. So, alles nur damit meine Stimme nicht versagt. Ja, man mag ja gar nicht rausgehen. Es ist ein Graus. Überall regnet es, im Real Life regnet es, hier regnet es. Ich habe heute nichts Besonderes geplant. Einfach ein bisschen rumrühren. Oh, ich brauche noch Goldschuhe. Gehen wir mal zu WO. Ein bisschen die Wirtschaft des Servers unterstützen. So. Rüstungen. Wo ist denn bei WO die Rüstungsabteilung? Hier sieht es doch gut aus. Goldschuhe aus dem Grund. Ich habe ja nur dieses VIP-Paket mit Fliegen und da braucht man Goldschuhe für. Die übrigens im Spawny-Gebiet auch für jeden funktionieren. So. Ich habe mich schick gemacht, ihr seht immer noch. So. Das brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Ich bin gar nicht so der Gold-Fan. Ich mag eher Silbersachen, also Platin, diese Eisensachen, also jetzt hier Eisen und so, ne? Die finde ich sehr schön. Gold ist gar nicht so mein Ding. Ich nehme mal einen kurzen Schluck. Ich habe nämlich schon zwei Let's Plays aufgenommen heute. Mal. Wie war das? No Pain, No Gain heißt das, ne? So, jetzt habe ich auch wieder Goldschüchen. Yeah, das ist doch alles schon wieder. Das macht alles schon viel einfacher. So, gehen wir mal wieder zurück. Vertippt. Erstmal sagen wir Hallo. Und dann geht's weiter. Ja, die ersten Responsen, hätte ich beinahe gesagt. Mal gucken, was meine Melonen machen. Oh, Moment, erstmal brauche ich eine Axt. Die sind, glaube ich, alle jetzt reif gewesen. Ich bin ja nun dabei gewesen, diese... Wir gehen erstmal dahin. Wir fliegen mal zu der Fabrik, die ich baue. Ich habe da ein kleines Problem gehabt oder immer noch. Und zwar mit den Redstone-Leitungen. Die kommen sich in die Quere und jetzt muss ich notgedrungen, es bleibt mir nichts anderes übrig, das Ganze auseinanderziehen, dass immer so ein bisschen Platz zwischen den Maschinen, in Anführungsstrichen, sage ich mal, ist, dass sich die nicht in die Quere kommen. Ja, da ist ordentlich was auf den Feldern los. Und da ist das gute Stück, aber so wird es nicht mehr aussehen, nicht mehr lange. Man sieht es hier ja, ne? Das ist ineinander gebaut. Und ich muss so laut schreien. Nee, das wollte ich nicht. Das war falsch. So. Es darf ja ein bisschen plätschern, aber ich möchte da nicht taub von werden. So. Okay, also das muss alles weg hier. Warp-Knack. Na, dann gucken wir uns doch den Warp-Knack mal an. Wir sind ja heute spontan. Wir haben ja nichts geplant. Warp-Knack. Ist ja auch vor. Wollen wir mal gucken. Ich mache das meistens so. Na, wenn man sieht, dass sich die Leute Mühe gegeben haben. Schön in Holz. Ich würde es nicht viel anders machen. Hier gibt es Grundstücke. Viele machen das. Die machen ein Warp auf und haben dann nebenbei auch gleich noch rundherum die Geschichten mit GS-Verkauf, wo sie dann eigentlich ihr Geld mitmachen, ne? Und
Sieht aber hübsch aus. Das hat er gut gemacht. Ich weiß nicht, wie der Stein heißt. Gefällt mir ganz gut. Ist nicht das typische Kobbelgekloppe, was man so kennt. Dieses hier gefällt mir auch sehr gut. Hübsch, hübsch, hübsch. Doch, da hat sich wer Mühe gegeben. Wir gucken uns das Ganze mal von außen an. Stellen wir uns mal hier hin. Doch, das sieht gut aus. Gefällt mir. Ich nehme mal an, das sind die Grundstücke, die er verkaufen möchte. Und dann sollen die Leute natürlich auch möglichst bei ihm einkaufen. Ist das der Shop von ihm? Wahrscheinlich, ne? Moment, das haben wir gleich. Das kriegen wir gleich raus. Knacker 25. Dann hat er hier ein Grundstück gekauft. Dann ist er nicht der Owner von dem, sondern er hat den kleinen Shop hier gebaut, der aber auch schön aussieht. Übersichtlich. Was verkauft er denn? Lapis. Ich brauche Eisen. So. 120 Stück. 100. Quatsch. 100. Das ist egal. Wir haben was gekauft. Wie gesagt, ich mache das immer so. Und das mache ich bei jedem Shop, der eigentlich aufmacht. Und Steine, Pflanzen, Hölzer. Da hier noch? Stone brauchen wir nicht. Gras brauchen wir auch nicht. Fäden könnten wir gebrauchen. Das haben wir noch. Auf die Uhr gucken, nicht, dass ich die ganze Folge nur mit Shopping verbringe. Finde ich gut, hat er sich Mühe gegeben. Ist nicht einfach so dahingeklotzt, sondern er hat sich bei den Türen Gedanken gemacht. Hauen wir mal wieder ab. So, gut, wir wollten noch mal zu unserem Melon gucken. Ich muss auch langsam mal die Häuser weiterbauen hier. Ah, so viel zu tun. Zur Bank müsste ich auch noch mal gleich. Ja, wie gesagt, meine Fabrik ist immer noch im Werden. Ich hatte halt Probleme mit den Redstone-Leitungen und auch damit, diese Schaltung zu bauen, also die ich haben will, damit die Glasflaschen nicht überhand nehmen in den Werfern. Das war mein Problem, hier das umzusetzen. Es hat hier geklappt. Wo war denn das? Ganz vorne, glaube ich. Irgendwo leuchtete. Ich habe es, glaube ich, schon angefangen auseinanderzunehmen. Die Strecke wurde irgendwann zu lang, dadurch, dass ich das immer auseinanderziehen musste, damit die sich nicht in der Quere kommen hier. Ich habe jetzt auch kein Redstone da. Ne? Nee, ist egal. Ich muss das alles abbauen. Ziehe das jeweils so auseinander, dass ich immer noch
ein Zwischenfrei habe, dann kommt der nächste, ein Zwischenfrei, dann kommt der nächste. Das wird das Ganze leider in die Länge ziehen, was ich eigentlich nicht so vorhatte, aber ich werde da ein hübsches Haus drumherum bauen. Und ich erspare mir durch dieses Auseinanderziehen ja diesen Platz hier. Also das spare ich dann ein. Es kommt ein ganz normales Fachwerk raus drumherum, was ich standardmäßig auch schon anders gebaut habe. Na, ihr seht ja, es gibt da so viele Möglichkeiten der Variation, klein, groß. Ich werde wahrscheinlich, es wird wirklich so in der Art aussehen. Es wird natürlich größer sein als dieses hier. Wahrscheinlich eher sowas in die Richtung, vielleicht auch als Hof gestaltet oder Fabrik, wenn man das im Mittelalter schon so bezeichnen kann. Ich baue halt gern so, es soll so einen Mittelalterstil haben. Und das sieht auch schön aus hier. Mathis Marti hat das gebaut. Ich weiß gar nicht, ob die noch online ist. Ich müsste es aber, sonst wäre das wahrscheinlich schon weg. Sehr schöne Gebäude. Ich war ganz begeistert, als ich das hier gesehen hatte. Ich hatte hier ja angefangen zu bauen vor einigen Jahren schon. Irgendwann kam sie dann und ich hatte einiges an Land hier und hatte aber, ich glaube, nicht weitergebaut. Sie hat angefangen. Das sieht sehr schön aus. Also die Mauern mit den Türmen, absolut genial. Und die baut richtig geile Schiffe. Mal gucken, ob das hier ist. War das hier das Schiff? Ich glaube, das ist von ihr gewesen. Ich wollte sowieso ab und zu mal rum auf dem Server hier und gucken, was die Leute so bauen, als Inspiration. Ich glaube, dieses hier ist auch von ihr. Das sieht doch wohl absolut genial aus. Diese Schiffe, echt. Ich habe versucht, eins zu bauen, nach einer Anleitung auch von Jamsie Boy wieder. Aber es hat leider nicht geklappt. Und sie hat sich mittlerweile auch schon unterirdisch weiter ausgebreitet. Ist auch irre, eigentlich so eine Unterwasserkuppel. Aber ich beschränke mich auch oberhalb. Also ich habe oberhalb genug zu tun. Ich habe mal angefangen, eine Mine hier zu bauen jetzt, aber das ist noch in den Anfängen. Ich will erstmal die Stadt obenrum fertig machen mit dem Kanalsystem, was ich da baue, so ein bisschen dungeonmäßig. Aber jetzt als nächstes ist jetzt die Tage, wenn ich online bin, ist die Fabrik dran, fertig zu bauen, dass ich meine Melonen mal verarbeiten kann, weil ich dieses Animal XP auch verkaufen will teilweise, aber ich brauche das auch selber für meine Tierchen halt, ne? Die sind jetzt schon ziemlich alt geworden und ich brauche die halt auch für die Schafe, vor allen Dingen für die Wolle, die ich zum Bauen verbrauche. Denn die Wolle gibt ja bei mir, bei meinem Bau System oder bei meinem Ressourcenpack, wenn man mal so will, gibt die ja diese Struktur hier. Das da ist weiße Wolle. Die gibt den Block. Und die brauche ich halt ohne Ende. Das sind die ganzen Wände, die hier gebaut sind. Das ist alles weiße Wolle. Graue Wolle gibt eins mit einem Kreuz durch. Ja, so sieht's aus. Das ist der Plan die nächsten Tage. Mal schauen, vielleicht schaffe ich es am Sonntag eine Doppelfolge zu machen oder noch eine Folge zu machen. Da habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit. Und ja, mal schauen. So sieht's aus. Mein Chat hat die Woche nicht funktioniert, fällt mir gerade noch ein, wo man, ich weiß nicht, andere Leute, die mein Chat benutzen, vielleicht habt ihr auch das Problem gehabt. Ich bin nicht auf den Server gekommen. Ich hatte immer ein Timeout. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Mein Datenvolumen ist natürlich auch aufgebraucht, aber da hatte ich bisher nie Probleme mit. Keine Ahnung, was ist das? Ach, das war von der Spende. Ja, zur Bank wollte ich noch. Also, W-Bank. Plump. Gucken, kurz einen Kontoauszug holen. Das ist auch geil gemacht, dieses Banksystem. 8.600.
So, mein Timer sagt mir, die Folge ist auch schon bald wieder vorbei. Ich mache meistens nur eine Viertelstunde, weil das von der Bearbeitung vom Rendern her dann immer noch so eine Dateigröße ist, die lässt sich in einer halben Stunde gut rendern, nachdem ich die geschnitten hatte und bearbeitet habe, und lässt sich gut hochladen. Ich werde mir das aber nochmal überlegen, ob ich nicht vielleicht immer eine Stunde spiele und Sequenzen aufnehme, so Jump Cuts mache und Zwischencuts und daraus dann eine etwas kompaktere und informativere Folge mache. Aber ich habe das ja auch gerade erst angefangen, von daher lasse ich mir da Zeit, da was zu entwickeln. Home Dogs. So, ab in die Heimat. Es hat aufgehört zu regnen. So. Gut, hier machen wir noch Tür zu, ne? Das Eisen, das werde ich mal verhütten und da Barren von machen, denn das brauche ich für Rüstungen und Schwerter. Ach, ich bin doof. Ich habe es ja schon als Barren gekauft. Gut, okay, hat sich das auch erledigt. Dann werde ich das deponieren. Irgendwo hatte ich leere Kisten. Irgendwo war, das sind Bücher. Ich muss auch mal wieder die Cutcorner Wochenblatt-Geschichten weiterkaufen. Ich habe, glaube ich, jetzt bis 104 gekauft. Ich sammle die Dinger deshalb. Machen wir mal hier rein, das Eisen. Das brauche ich später erst. Wozu habe ich eigentlich Goldbach? Ach, die hatte ich noch von. Die hatte ich noch vom Dings über, vom letzten Let's Play, als ich in der Farmwelt war, genau. Da hatte ich ja noch ein bisschen Gold gefunden. Ja, also der Plan ist, die Fabrik weiterzumachen. Das werde ich wahrscheinlich Sonntag machen, da habe ich genug Zeit. Heute war ich ja wieder arbeiten bis. Freitag bin ich immer bis 12:30 da, spätestens ist dann Feierabend. Ja, und dann kommt der ganze Real-Life-Quatsch noch dazu mit Einkaufen und bla bla bla. Aber naja, gut, okay. Ich würde mal sagen, ich mache hier mal Schluss. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Das war jetzt nicht so eine spannende Folge, aber ihr könnt mir ja mal schreiben, wenn ihr das gut findet, wenn ich mir andere Sachen anschaue oder wenn ich mal eins eurer Gebäude im Video vorstellen darf, ne, so rum formuliert, ist es, glaube ich, am besten. Dann würde ich da hinkommen. Wir schauen uns das Ganze mal an. Und ja, dann gucken wir uns die Gebäude an. Bisschen so die Baustile mal auf CutCon aus bei Dovern. Mal gucken, was die Leute alles so fabrizieren. Weil für Ideen bin ich immer zu haben. Ich habe ja nun diesen einen Baustil, den ich auch weiterführen will, aber ich schaue mir trotzdem auch gerne so andere Sachen an. Moderne Bauten vielleicht, ne? Habe ich hier auch schon ein paar gesehen. Oder Riesenbauten bin ich auch sehr interessiert dran. Ja, schreibt es in die Kommentare. Ich gucke da regelmäßig rein. Ab und zu kann es mal sein, dass ich 2 Tage brauche, weil ich so beschäftigt bin zu Hause, aber ansonsten irgendwann sehe ich das. Gut, ja, auf mich wartet schon das nächste Let's Play. Dieses ist beendet. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis dahin. Tschüss. Tschüss.